So, wir sind zurück bei The Saboteur. Haben letztens, glaube ich, alle unsere Waffen verloren. Aber sind ja weiter schlimm. Granaten brauchen wir keine. Ja, für 10 so ein bisschen Dynamit kaufen. So, eine Pistole. Ja, kaufen wir auch. Kann ich die kaufen? Kostet noch nicht mal was. Ich dachte, das kostet was. Und das SMG wieder. Naja, egal. So, wir gehen jetzt zu SK. Ah, das wieder draußen. Nur CR. Naja, gucke ich nur noch. Als letztes hat man ja diesen Kollegen da Kopf weggeschossen an der Kirche. Wo geht's eigentlich hier hoch? Naja, egal. So, wir brauchen ein Auto. Maybe a new car, yes? Das ist schon besser. Das ist übrigens nicht die ganze Stadt, die wir befahren können. Also man kann wirklich im Laufe des Spiels noch so ein paar Sachen freischalten. Ah, hier ist eine Brücke. So, bitte einmal hier darüber. SK fahren wir jetzt. Ja, hier war unser Gefängnis gewesen. Jetzt alles schön farbig geworden. Ah, du Mistkarre, ich will da gerade ausfahren. Ja, gehen wir zur SK, wo auch immer der jetzt ist. Oh. Ich glaube hier rein. Oh Mann. Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Ah, vorne unser Boss, der. Oh. Es gibt tatsächlich ein Dings. Ich glaube, das ist. Ah, verdammt. 5 Zivilisten in 60 Sekunden töten. Hiding Spots are disabled for 1 minute. Na gut. Es gibt also auch schlechte. Wo ist denn hier eigentlich eine Garage? Warte mal, da klauen wir doch gleich mal das Auto. Sammeln das in unsere Garage. Da haben wir wenigstens ein schnelles Auto. So. Domino collected. So. Damit können wir jetzt wieder zu SK gehen. Was kein Bock. Ich hoffe mal, das SK kommt jetzt ja mal irgendwann. Die Stadt ist wirklich ziemlich groß. Warte mal, jetzt gucke ich mal auf die Karte. Das ist mir echt ein bisschen sehr groß hier. Jo. Ja.
Wieso kann ich jetzt hier nicht zoomen? Ah, hier. Oh nein. Ich glaube, das machen wir mal lieber nicht. Checkpoints sind dort unten noch, okay. Okay. Was ist denn hier oben? Wo stehen wir denn jetzt überhaupt? Wo sind wir denn jetzt? Hier. Puh. Das ist, glaube ich, deutsche Grenze hier. Ach ne, hier oben ist deutsche Grenze. Naja. Man fährt schon ein ganzes Stückchen hier, wenn man hier durch die ganze Stadt fahren will. Das ist schon ziemlich groß alles. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist unser Gebiet, was wir so bisher hatten. So. Wir fahren jetzt zu DE. Ich habe keinen Bock jetzt SK hochzufahren. Wer auch immer das ist. Entschuldigung. Egal. Hier bauen sie. Leichte Orientierungsprobleme. Vor allem die Karte, die ist irgendwie. Oh, ist doch hier drinne. DE. Wir steigen einfach mal aus. Den Spinner können wir eigentlich mal in die Luft jagen hier. Man Dynamit Nummer 3. Boah, ganz schön klein hier. Nimm das Dynamit jetzt. Und wenn wir immer erkannt werden, dann können wir nämlich auch Fleisch ja, abhauen. Und tschüss. Schade. Upsala. War nicht geplant. Ich glaube, der Hiding Spot geht jetzt nicht. Ist ein Hiding Spot mit drin, oder? Verdammt. Gut, da verschwinden wir jetzt so. Das ist ein Bahnhof. Na, ja, so schnell ist man abgehauen. Wir wollten aber jetzt eigentlich mal wieder zu DE gehen. Mr. DE. Schöne Musik. Ja. Der kann ganz schön lange rennen. Go, 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 go. Oh, hier haben wir noch einen Waffenladen. Bestimmtes hier? Nee. Naja. Boah, Nazis. Ich glaube, hinten irgendwo ist SK. DE, bin ich.
Oh, bitte nicht hier drinnen. Och nee. Ey, will ich gar nicht. Runterhören. Das war jetzt nicht Absicht. Boah, jetzt fiebt der Rechner wieder. Cool. A little bird told me you'd found your way to Paris. Imagine my delight when I learned I'd be nearby on business for a few days. I've booked a lovely flat, but the bed is terribly large and lonely. I do hope you'll pop by for a drink. Love, Skyler. Ach man, die Frauen.